PD. Nein, 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 shit. Es ist hier 2 Jahre Vertrag. Erstes Jahr 70 Millionen. Zweites Jahr 30 Millionen. Wer? XQC, ein Streamer. Wer ist das? Amerikanisch. Wer ist der? XQC. XQC. Ja. Dick. Und der bekommt 70 Millionen. 100. Für wie viele Jahre? 2. Für Stream. Nur dass er auf Kick streamt. Oder ich würde da 2 Jahre nackt streamen. Anschreibe langsam. Dicker. 100 Millionen für einfach sitzen. Zicker. Die heulen ja rum, weil das irgendwie von Stake oder so gesponsert ist. Wer ist Stake, Land? Die Casino-Seite. Über 10 Millionen. Hauptsache es landet nicht. Guck mal, ihr müsst es so denken. Konto. Alle sagen so, ja, würde ich nicht machen. Aber plötzlich mal in die Lage von ihm rein. Mann, Bruder, jeder Familie würde es machen. Familie ist würde glücklich. Machen, bitte. Freunde sind glücklich. Labert uns nicht voll. Freunde sind glücklich. Was gibt's noch? Länder sind glücklich. Alles ist glücklich. Ja, normal, die Leute wechseln nicht, weil sie keine Eier haben und weil sie Angst vor Hate haben. Ja, das ist ja der Punkt, weil sie Angst vor Hate haben. Weil Deutschland. Immer Hater, Digga. Mann, auch ja, wenn du gute Sachen machst. Nein, in Deutschland ist es leider, warum auch immer, oder zu. Amerika hat jedes Mädchen hat OnlyFans. In Amerika wirst du sogar dafür gefeiert. Jeder ist Casino-Streamer. Sure, das ist aber genau das gleiche auch beim Fußball und so. Das ist überall in Deutschland so. Wenn du als Fußballer das irgendwas anderes als Fußball machst, kannst du eine Pizza essen gehen. Das heißt Nabri, Fashion Week einen Tag. Digga, Digga da wurde 2 Wochen dafür gehatet. Digga, manche würden mich doch haten, weil ich jetzt 1 Uhr wach bin, Digga. Musst du nicht trainieren, Jordan. Oder es ist wirklich so, ne? Locker paar Leute denken das gerade. Ich hab nur ein bisschen noch wach, Digga. Ich hab frei erstmal. Zum Glück Nigeria noch zu. Die gucken kein Twitch hier. Ist ja gut, dass OF und Casino gehatet wird, hä? Darum geht's ja nicht. Also, erstens kann sich bei. Sollen die doch machen, was sie wollen? Ja. OnlyFans kann doch jeder für sich selber entscheiden, ob du es gut findest oder nicht. Ist so eine Sache, aber man muss es nicht drin? Öffentlich so. Ich find's auch nicht gut, wenn das Frauen machen und sich. Also, ihren Körper. Corinna Mache, dann feiert ihr das ganz schön. Ja. Dafür, dass ihr OnlyFans hat, Bro. 1 Minute voll Treff. Alle aber trotzdem, auch wenn ich es nicht gut finde oder wenn ich das nicht feiere oder auch sogar sage, die OnlyFans machen, sind Host. Ich halte einfach meine Schnauze so, macht was ihr wollt. Du kannst halt für dich denken, was du willst, aber. Ja, bravo. Man muss es doch nicht bei Twitter posten, bei Insta posten, so, ich rede jetzt hier, ich rede mit Sidney, ich rede mit Jordan darüber, ja. Dass es Punkt sind, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, das bei Insta, Twitter oder was weiß ich zu posten und da eine Hatewelle auszulösen. So, check nicht. Nein. Hey! Abo! Das, oh mein Gott, meine lieben Freunde. Das ist der Bruch. Du warst an der Stelle mal wieder komplett. Guck mal, ich fahr jetzt mit 80 runter. Okay. Wo bin ich? Oh mein Gott. Digga, das ist hart. Ja. Das ist das Spiel. Das gibt's nur in Deutschland. Nein, Hate gibt's nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ist es extrem. Und wegen Sachen wurde dir einfach nur manchmal an den Kopf fest. Also. Als Fußballer, man darf zum Beispiel auch nicht sagen. Oder? Ja, das ist die Stimme. Auch als Fußballer, Digga, wenn du einmal. Postest, wie du Burger essen gehst oder so, musst dich direkt rechtfertigen. In Deutschland, du kannst nicht mehr streamen. Was ist das? Digga, Dennis Schröder. Dann darfst du den Burger essen. Hör mal ganz kurz zu. Dennis Schröder geht einen Tag zu Aiden Ross vor, im Stream. Vor Game, was war das? Game 4 oder so? Oder Game 3? Ja. Geht einen Tag vorher live. In sein Hotelzimmer. Oder in sein Hotelzimmer. Und streamt. Leroy Sané machen vor Champions League Halbfinale. Bruder, was wäre hier los? Was wäre in Deutschland los? Würde das einfach niemanden gejuckt. Perfektes Beispiel. Digga, es ist wirklich, also, das hasse ich an Deutschland. Diese Chase-Mentalität und alles wird aus den Ameisen mit Elefanten gemacht. Aussehen, hier, gerade eben schon wieder Deutschland. Okay, die haben verloren. Bruder, die haben gerade 1 Stunde nach dem Spiel noch geredet, wie schlecht die waren, woran es lag, dass es nicht mehr so ist wie früher. Und an wer alles an was schuld ist? Digga, manche von denen vorgestern auch, manche hatten 50 Spiele schon diese Saison, Alter. Und spielen immer noch, obwohl alle frei haben. Ja, ich weiß nicht, wie die spielen. Aber nee, verstehst du, die haben 50, 60 Spiele, Digga. Sind alle tot, alle haben Urlaub. Sind bestimmt Posts von den Kumpels, Digga, die gerade Urlaub sind. Digga, mies anstrengend. Bruder, die haben eine Stunde danach noch immer darüber geredet, was falsch gemacht wurde, was an was es liegt und bla bla. Die wollen so endlich Urlaub gehen mit Familie und so und dann sagen ja, mal gucken, ob die Chance endet. Oder? Einladung kommt, F. Aber auch cool. Also für die Jüngere. Ja, trotzdem. Für die Jungen, also die Spieler, die sowieso gesetzt sind, die müssen da nicht dahin. Ribéry mit dem Goldstack auch. Oder denkst du, es hätte jemanden interessiert, wenn er bei Real Madrid gespielt hätte? Oder bei, weiß ich nicht mehr? Einer hat mal gesagt, Digga, Ribéry. Goldstick! Ribéry verdient irgendwie 10 Millionen im Jahr. Das sind irgendwie
10% von seinem Gehalt, er verdient 1,2 und kauft sich einen Burger, ist teurer als sein Steak. Ein Steak ist nicht mal teuer. Digga, waren 300 Euro oder so. Also ist teuer, ja, aber ja, ist halt nicht, ist nicht so teuer, dass man da so ein Fass aufmachen muss. Ja, wenn er will, kauft er jedes Nussrad auf der Welt. Mit Alien Grill Royale war, da hat mein Steak auch 400 Euro gekostet. Ja. Und wer ist Ribéry, wer bin ich? Kennt ihr Henri McRitchards und so, die gekauft? Ja, ja, ich kenne das. Da geht ein Deutsch. Digga, er holt sich Goldsteak, kommt auf mich zurück. Die machen aber so Witze. Irgendwas im Stream war. Schöre, gesagt, ja. Ihr wisst doch in Amerika, Henri, dieser Mika Richards und so, Bruder, die machen Witze, die verarschen sich gegenseitig, bla bla, Bruder, in Deutschland sitzt da ein Didi Hamann, Bruder, Didi Hamann, ich habe in meinem Leben noch nicht eine Meinung von ihm gehört, die ich vertreten habe. Das ist, Bruder, ich sag, der ist wirklich, Digga. Ja. Nicht, dass er gegen mich auch schießt, Digga, dann wird es schwarz, Digga, dann kann der nicht District machen, ja. Aber ich check auch nicht, wie man das verändern kann oder was man da. Was kann man nicht verändern, Bruder, wird immer so geben. Flüchten. Nein, ich flüchte einfach. Der Tatsache ins Auge sehen und weitermachen. Und sich nicht ausleben können. Aber es geht doch jeden auf den Sack. Warum? Also, außer. Kann ich als Fußballer nicht mal posten, dass man Pizza isst oder so, ja, Digga? Ja, das meine ich doch. Also, so ein Gnabry oder so macht keine Storys, wenn er Pizza isst. Ja, warum? Das meine ich doch. Weil du direkt. Man muss sich rechtfertigen. Man muss sich rechtfertigen, warum. Bruder. Weil die aber auch alle ein falsches Bild haben von Fußballern. Ja. Fußballer werden so dargestellt, als ob man die Unschuldslämmer von allen sind. Dachte ich aber auch früher. Digga, früher dachte ich, kein Fußballer raucht und trinkt und keine Ahnung was. Ja, Fußballer sind die Schlimmsten, sag ich immer wieder. Also. Ist ja so, aber so, ich würde es gut finden, wenn es mal wenigstens so public gemacht so werden würde. So Grealish. Grealish zeigt wenigstens mal ein bisschen. Alle lieben es aber nicht. Ja, und auf einmal wird er gefeiert und so. Aber warte mal, wenn das, nur, wenn das nach Hummels machen würde, nach Deutschland feiern. Oder so nach Süden. Hinteregger war auch cool. Nach Pokalsieg. Nee, ist cool. Wir waren auch um 10 Uhr morgens in der Stadt, an der Hauptwache. Hinti. Digga, Hinteregger hat auch verrückte Storys. Digga, die sagen, er geht jagen. Er konnte, hast du dich erhört, Emma? Er soll immer noch ein Nokia-Handy haben, meinte Tino mal. Er hat neues, aber Dings. Er sollte das Jugend zu irgendeinem Topverein wechseln, er meinte, er geht da nicht hin, weil er nicht jagen kann. Er hat nichts erzählt. The Terran Boy meinte Dings. Er war irgendwie so bei TikTok. Dings, er war im Club, kam alleine, ging an die Bar, hat Wodka-Flasche geholt, hat alleine getrunken, ist wieder gegangen. Marlon, das stimmt nicht. Solange Erfolg da ist, meckert keiner. Erste Mal verliert. Das stimmt auch wiederum. Das ist ein guter Punkt. Doch, auch. Ist aber nicht cool. Ja, das ist nicht cool, aber es stimmt. Also, er hat recht. Weil so, und wenn du dann einmal verlierst, dann liegt es auf einmal daran, ja, dass du Pizza gegessen hast. Du hast ja gesehen, dass das davor geklappt hat. So, deswegen macht es ja keinen Sinn. Ich sag ja, es macht auch keinen Sinn, aber die Leute sind so und er hat recht. Er hat recht. Wenn du verlierst oder wenn es nicht läuft, dann ist auf einmal schuld, dass Gnabry in Paris war, Fashion Week. Weil, ja, da hat er sich ja dann so abgelenkt, dass. Er hat doch nicht mal gespielt, glaube ich, und die haben trotzdem verloren. Aber er war trotzdem schuld. Schön. Da sieht man auch, die ist keine Gemeinschaft, wenn sie sich zusammensetzen können. Aber, oder? Und dann liegt es daran, dass du auf einmal deine Pizza isst oder dass du, weiß ich nicht, auf einmal liegt es daran, dass du Fortnite spielst. Oder Digga, ich verstehe auch bei Sidney, Digga, er hat gestreamt und die haben doch, wie Willi meinte, die haben dich doch gesehen. Wenn du bis 5 Uhr streamen würdest, hätte ich verstanden. Du warst immer im Bett, pünktlich zum Training, trainiert, was sollen die sagen? Ja, der ist faul, der okay, Paul ist auch so, aber Digga, warst du immer da? Was sollen die denn sagen? Ich check es nicht. Das Ding ist, jeder Profi zockt sowieso, aber bloß die zeigen es halt nicht. Ja, aber warum zeigen die es nicht? Weil die totgehatet werden. Und jetzt auch Geschichte erzählen, aber das ist jetzt... Okay, aber es muss ja nicht jeder streamen. Nein, nicht, es geht ja nicht um Stream, aber es geht ja um allgemein Zocken. Mann, du kennst die Geschichte, oder? Ja, sag's aber nicht. Nein, sag nicht. Ich weiß nicht, also echt. Häppchen. Oh mein Gott. Bitte. Haaland, Digga, das ist doch was anderes. Erstens ist es nicht in Deutschland und zweitens, Haaland bei ihm. Haaland hat 100 Millionen Poster, Digga, redest du da? Er könnte posten, wenn er, keine Ahnung was, wenn er tot besoffen im Bett liegt. Aber das ist dann wieder der andere Punkt. Wenn es läuft, kann man, aber wenn er mal 5 Spiele kein Tor machen sollte. Er hatte schon gesehen, er hat die letzten Champions League-Spiele nicht getroffen. Da kam schon wieder alle Hate, erst nur den Kleinspielen zu sehen. Digga, hat 100 Millionen Tore gemacht, Digga. Redet ihr da? Vielleicht weiß ich, wo ich lang muss. Aber überleg das mal, würde das einer mal von Bayern machen. Oder schau, guck mal, zum beste Beispiel einfach Michael Jordan damals. Oder der Rauchspur spielt Zigarre. Juck keinen. Ich glaube, ein Spieler würde es jetzt machen. Treppe hoch. Nainggolan wurde direkt erstmal. Ja, okay, Nainggolan, oder? In Belgien hat einfach links geraucht. Ich schieße ja. Ja, auf Bank ist auch noch was anderes, aber trotzdem. Auf Bank?
Nicht nur in Deutschland, nein, aber in Deutschland ist es nochmal viel extremer als überall anders. Ja, Belgien, Dicker, ich hab gestreamt. Haben sie auch erlebt. Ich hab versucht, einfach nicht in Deutschland zu spielen, als ich Profi war. Nur weil ich halt streamen wollte. Und ich wusste, in Deutschland würde es mich negativ beeinträchtigen. In Belgien, ich hab gestreamt, das hat kein gejuckt, ja? Dicker, ich will nicht mehr! Bei mir ist kein Gejuckt in Belgien, ja? Ja, ich sag, bin ich. Emmy 23k, aber der Benny Hendricks oder so von RB streamt doch auch und macht Erfolg. Videos und keiner sagt was. Doch Erfolg. Erstens das und zweitens hast du mal gesehen, was dem geschrieben wurde nach dem einen Spiel da? Ja, Mann. Oder diese Sachen will ich gar nicht sagen, was dem alles geschrieben wurde. Und ihr könnt euch sicher sein, dass Benny Hendricks auch Nachrichten bekommt, die auch keiner weiß oder die er nicht öffentlich macht. Ja, Mann. Wo ihm da alles vorgeworfen wird, was, keine Ahnung, was er da gerade macht. Nur, er macht es halt nicht öffentlich, weil natürlich das würde wieder ihn ins schlechte Licht bringen. Digga, er wird beleidigt, er postet und er ist immer noch schuld. Das Ding ist, manche Trainer haben ja kein Problem damit. So. Digga, ich würde es ja nicht machen, wenn Digga, er. Digga, was ich noch bekomme, Digga, wenn ich das posten würde, Digga, wow. Manche Trainer, die checken gar nicht, was du da machst und denken sich, du zockt mir. Geh mal trainieren. Ja. Zugehört hat dir das gezeigt, Digga. Du weißt gar nicht, was wir im Urlaub machen, Digga. Digga, diese Bergläufe, ich hab was gekotzt, ja. Und das ist das Schlimmste, was ich schon mein ganzes Leben gemacht hab. Oder wir gehen immer laufen, ihr seht nur, diese Spaß haben, Digga. Was ich da dazwischen mache, wow. Ja. Oder diese Läufe, Digga. Diese Spaß haben, hab ich einmal im Sommer, im Winter vielleicht. Einmal, ja. Digga. Zum Beispiel Osnabrück, Malle, niemand hat was gesagt, ja, aber die sind auch aufgestiegen. Ja, aber überleg dir mal jetzt, wenn zum Beispiel Bielefeld, Digga. Überleg dir mal, wenn Unter Bielefeld... Unteraching. Mhm. Hast du gesehen? Die wurden Viertligameister, Regio gewonnen. Die gehen Malle, so bis Mittwoch oder so, und Samstag war Relegationsspiel. Redest ja? du? Die haben Relegation dann gewonnen. Was redest du? Ich hoffe, das hätte nicht geklappt. Digga. Sandro als Trainer. Wir sind auf Malle, Trainingslager. Also, auch Trainer, die haben ja nicht gesagt, dass die da sind. Die haben gesagt, Trainingslager. Das liegt auch und dann Trainer. Waren die auf Malle. Habt ihr das gesehen, Chat? Das stimmt doch, oder? Ja, aber überleg mal, zum Beispiel ein Arminia Bielefeld wäre dann auf Mallorca gesichtet worden. Digga, dann... Ja. Da hätte es auch keiner erfahren, hätten die verloren. Ja, das, ich schwöre, das ist... Ach. Oder allgemein auch so... TikTok, irgendwelche Frauen und dann schreien die fett oder sonst was. Oder ja. Trend falsch verstanden, wenn die so Glow-Up machen sollen. Ja, die so gottlos. Ja, also die Digga, kommentieren dann so. Sollen also jeden leben lassen, den es zu leben gibt? Oder mir so scheißegal, ob er dick, weiß, schwarz, rot, lila, orange oder lass dann, ihn doch einfach leben. Du nicht mal fragen, warum die selber nicht so ein Video machen. Ja, schön. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, schon nie öffentlich nie? Einen Hate-Kommentar. Ja, man weiß nie, was beim anderen bewirkt. Jeder nimmt es anders auf. Außer bei Freunden so, auf lustig so. Ja, du Freunde, ey, bei jemanden, wenn man keinen kennt, Digga, dann hat man seine Schnauze. Denkt es euch, aber schreibt es doch nicht so öffentlich oder bei TikTok in die Kommentare oder als DM, was bringt es euch denn? Und was sollen wir da kommentieren, die Millionen Personen, die du nicht kennst? Kennst du sie persönlich? Ist der dumm. Aber, Digga, Willi ist doch auch das beste Beispiel. Was der alles abkriegt, obwohl, Digga, also, der einfach sein Ding macht. Viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht machen im Leben, also Fußball, sportlich, meine ich. Ja, aber, Digga. So, Chat, heutiger Rekord sind wir gerade. Also, ich verstehe nicht, wie man einfach haten kann. Hatet es aber, dann halt der Maul. Als wir in Slowakei mit Willi waren, wir haben auch jeden Tag gestreamt. Dann war Training, Digga. Ich guck, wir wachen auf, Digga, wir kommen an beim Gelände, ich geh erstmal schlafen. Der Mann geht im Fitnessraum, ich denk so, Junge, ich schlaf oben so, bis Essen fertig ist. Ich esse extra nicht, damit ich länger schlafen kann. Ich guck, Training geht los. Nach Training, ich bin nach Hause, Willi ist im Kraftraum. Ich sag, Junge. Aber das sieht man halt nicht. Warum ist dein Bett so hoch, Mann? Und dann labern die immer nur, weil man nicht spielt und ja, liegt daran, weil du streamst und bla bla, Digga. Man, hat man verbringt genauso viel Zeit auf dem Gelände wie die anderen. Digga, Leute. Deswegen stream ich nicht, Digga. Und wenn man großer zu Hause Punkt, ist, dann trainiert man auch nicht. Großer Punkt, Mann, was machen denn die anderen? Die zocken auch den ganzen Tag oder machen einen Chillen? Keine Ahnung was. In Belgien hat niemanden gejuckt, dass ich streame. Slowakei, die fanden das sogar cool. Hertha hat auch eigentlich nie was gesagt. Also sonst passiert. So, hier, warte kurz, das ist der Wirt-Chat. Manchmal klappt der nicht. Okay, gut. Wiesbaden, naja. Kommt auf den Trainer drauf an. Manche Trainer juckt das null. Solange du auf dem Platz bist und dein Ding machst, alles gut. Was anderes zählt ja auch nicht. Ach nee. Manche gehen angeln oder so, da gibt's auch was Negatives dran bestimmt. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich geh Unkraut ja, in meiner Freizeit, Digga. Ich weiß ja, was ich sagen wollte. Die denken so, oder. Die streamen oder die welche Social Media und so machen. Wenn man auf den Platz geht,
Man denkt nicht mal eine Sekunde daran. Du bist auf dem Platz, bist du nur bei Fußball. Oder sogar in der Kabine. Zum Beispiel Nada, wenn er in seiner Kabine noch da Videos macht, wie er sich fertig macht oder seine Schuhe anzieht, bla bla, so okay. Aber sobald es auf den Platz geht, oder man denkt doch nicht, was denkt ihr denn? Oder was denken ja, die Leute? Man ist in der Kabine, man labert über irgendeine Scheiße mit seinen Kumpels. Ja, aber ich meine, was denken die denn, dass einen das ablenkt oder so auf dem Fußballplatz? Ein Scheiß. Wenn du an dem Fußballplatz stehst, du denkst an nix. Also außer das Dings. Sogar deine Freundin kann mit dir Schluss machen, es juckt dich ein Scheiß, wenn du Fußball spielst. So, danach ist wieder was anderes, aber sobald du trainierst oder auf dem Platz bist, bla, das ist so. Das ist halt, guck mal, ich denke aber alle, dass alle Spieler so Ronaldo sind. Das ist das Problem, ja, Nikos. Chat, das Trampolin war der Wirt, oder? Das also, ist ob Ronaldo auch ganz selten über Fußball denkt, Digga. Digga, er hat 6 Kinder, dann weiß er, was er denkt. Ach nee. Yeah, yeah, yeah.